Ja, hallo, liebe Aufrufer. Lichtgeschwindigkeit Nummer 605. Das ist ein beliebtes Rattengift. Ich preise den Büchner-Preisträger Reinhard Jirgel. Dieses Jahr hat den Preis bekommen, hat am Wochenende 40.000 Euro erhalten. Ich hoffe, dass ihm es damit gut geht. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung von gestern hat darüber berichtet. Und zwar war auch die Tagung in Darmstadt und man hat die Geschmacklosigkeit fertiggebracht, dort Günter Grass auftreten zu lassen. Völlig absurd. Und dann hat auch noch in dem großen Bericht hier, der dritten Seite des Feuilletons, Sprechen, Pflegen, Lieben und Bewahren. Zu dieser Tagung hat also die Berichterstatterin die Akademie für Sprache und Dichtung debattiert und feiert den Büchner-Preisträger Reinhard Jirgel. Also hier auch noch über die Lesung von Günter Grass aus seinem Grimm-Buch, seiner Anbiederung. Ja, der biedert sich bei allem an, ob das Fontane ist oder es fehlt noch Goethe jetzt bei Günter Grass, darüber zu schreiben. Und die bringen das fertig, anstatt auf Seite 1, haben sie dann hier Außenministerium, Täterschaft, Historikerkommission und das finde ich auch sehr, sehr komisch. Nils Minkmar. Ganze Seite über das Außenministerium in der Nazizeit, wo man sich über Adenauers Politik, Personalpolitik bis heute delektiert, dass da Nazis weiter beschäftigt wurden, weil die Ahnung hatten, wie man ein Ministerium macht. Die Frage, warum Willy Brandt zum Beispiel über das deutsche Außenministerium nicht aufgeklärt hat, wird dann beantwortet damit, dass Willy Brandt ja mit den Leuten im Außenministerium gerne seine Ostpolitik gemacht hätte. Ja, Adenauer hätte gerne mit den Leuten im Außenministerium seine Westpolitik gemacht. Also Scheinheiligkeit und Heuchelei. Jedenfalls Jirgel, Reinhard Jirgel hat seinen Preis bekommen und ich finde, ich habe ihn von Anfang an, als ich das erste Mal von ihm in den 90er Jahren was gelesen habe, dafür gesprochen. Ich bin begeistert von dem Mann, der hat hier also dieses Buch Die Stille gemacht, Roman bei Hansa, naja, ein Roman, weiß ich nicht, ob das ist, der behandelt das letzte Jahrhundert anhand eines Fotoalbums von 100 Fotos aus zwei Familien und erzählt die Geschichten, hat mit Krieg zu tun und so und diese kleinen Fotobeschreibungen, ich lese jetzt eine vor, Foto Nummer 25, die Personage geht also durch das ganze Fotoalbum, durch den ganzen Roman, diese Fotobeschreibung zeigt, wie Leute Freunde geworden sind und ich finde das, ich hoffe, ich komme durch. Wilhelm in Fähnrichs Uniform vor seinem ersten Fronteinsatz, Herbst 1916, also Erster Weltkrieg. Wie der Soldat und der Fähnrich zueinander kamen, Freunde wurden bis über den Krieg hinaus und weiter, wie durch sie zwei Familien zusammenfanden. Ich frage dich nicht, Vater, ich erzähl's dir, weil die beiden Kriegsfreiwilligen vom selben Glauben besessen sind wie das Kind, das die Hände vor den Augen nicht sehen kann, daraufhin glaubt, niemand anderer könne es sehen. Und somit im Krieg zu den Unauffindbaren, den Unverletzlichen gehören müsse, befällt diese beiden ein sportlicher Steigerungswahn für Mut haben und Verwegenheit. Denn längst hat auch in diesem Frontabschnitt an der Somme begonnen, was später an der gesamten Westfront der Stellungskampf und die Materialschlacht heißen sollte. Keine Sieger, keine Verlierer, auf allen Seiten nur Tote. Und der größte Schrecken für den Frontsoldaten, gleich viel wie für den zum Tod Verurteilten in der Zelle, die Langeweile. Langeweile des Sträflings nach dem Urteilsspruch und vor dem Gang zum Schafott. Langeweile des Soldaten zwischen Angriff und Angriff. Hier packt Angst zu, wie sie Kinder in jedem Alter befallen kann, sobald sie keinen Ausweg sehen, außer im drohend eigenen Tod. Und sie, Sträfling, Kinder, Söldner, sollen auch keinen Ausweg sehen, daher wie Fieber fällt Kühnheit sie an. Du solltest nicht spinnen und predigen, sondern erzählen. Was also ist geschehen damals an der Front? Was ich darüber gehört habe, Vater, das werde ich dir gleich erzählen. Erstens, ein Abends wird dem Fähnrich Schneiderei der Befehl erteilt, gemeinsam mit drei weiteren Mann aus seinem Zug zu den feindlichen englischen Gräben hinüberzukriechen und auszukundschaften, ob der Engländer damit beschäftigt sei, die deutsche Stellung zu unterminieren. Seit Tagen erwartet man einen englischen Großangriff. Neben zwei anderen Soldaten hat auch der Soldat Beske,
im Mutwettlauf mit dem Fähnrich Schneidereit diesem Spättrupp freiwillig sich angeschlossen. Die Herbstdunkelheit bricht plötzlich herein, versenkt die gespenstige Landschaft in Tintenfinsterheit. Nur vereinzelt Leuchtgeschosse brennen kurzlebige Spuren chemischer Helle in die schwarze Atemlosigkeit dieser Stunde kurz vor Mitternacht. Der Himmel bewölkt, bald Regen vielleicht. Der Drahtverhau vor den eigenen Stellungen ist hoch. Den vier Männern bereitet das möglichst leise Überwinden des Stacheldrahtgewirres Probleme. Dann laufen sie auf allen Vieren wie groteske Affenmenschen über die kahle, zerschossene Erde. Schließlich nur wenige Dutzend Schritte vor dem einen englischen Graben kriechen sie auf dem Bauch dicht nebeneinander durch aufgeworfene Erdhügel voran. Jedes Geräusch ihrer Montur erscheint ihnen hell und klirrend wie ein Klingelton. Verharren, lauschen, nichts. Man scheint ihr Herannahen im englischen Graben, der vor dem dunklen Himmel noch dunkler wie eine mit dicker schwarzer Farbe geschmierte Linie erscheint, nicht zu bemerken. Doch auch jetzt schnellen hin und wieder Leuchtkugeln in den Himmel auf und kaltscharfes Licht sinkt wie ein Leichentuch langsam auf den toten Grund herab, dann liegen die Männer still, reglos, lauschend. Seltsame Stille, in der sogar das Huschen von Ratten hörbar ist. Gerade wollen sie weiterkriechen, als plötzlich dicht vor ihnen wie aus einer Theaterversenkung heraus zwei Gestalten aufstehen, eine Rolle Draht bewegend, um die eigenen Sperren auszubessern, Engländer. Dann ein entferntes Maschinengewehr tackend, seine Geschosse steil in den Himmel hinaufschickend, die daraufhin wie Regentropfen aus Stahl um die vier Männer niederklatschen. Der eine will reflexhaft aufspringen und woanders Deckung suchen, ein anderer zerrt ihn nieder, zu laut, zu auffällig. Man hat im englischen Graben die Geräusche gehört und die Männer bemerkt. Hastiges Flüstern dort, Stiefel scharren im Kies, Monturgeklirre, eine Leuchtkugel quer über die Ebene gefegt, kreidehell im Magnesiumlicht starren die Masken der Angreifer einander entgegen. Aus nächster Nähe abgefeuerte Gewehrschüsse reißen in die stehende Herbstluft als zerberste, straff gespanntes Blech. Das gilt ihnen. Die haben uns entdeckt. Zurück, los, los. Jeder muss jetzt um sein Leben all rennen. Keine Rücksicht, keine Deckung. Der Fähnrich Schneidereit bleibt mit dem Stiefel in einem Drahtstück hängen, schlägt hin, fällt in eine kleine Kuhle, während die anderen Männer weiterhasten. Bald sind sie im Dunkeln verschwunden. Zu spät für den Fähnrich zum Aufspringen und hinterherlaufen. Geschosse fegen in dichten Garben knapp über ihn hinweg, den davoneilenden mit glühenden Spuren hinterher. Ein Querschläger und ich bin erledigt. Er muss liegen bleiben hier mitten im Niemandsland, muss warten und hoffen, dass der Engländer den fliehenden Deutschen nicht nachsetze und so ihn hier in der flachen Mulde aufspüre. Neben den Gewehrprojektilen regnen nun auch die glühenden Magnesiumklumpen von den Leuchtgeschossen auf ihn herab, drohen ihn zu versengen. Rasch gelingt ihm, einige der glühenden Klumpen mit dem Ärmel seiner Uniform auszulöschen, doch manch Funke brennt die bloßen Hände. Schreien darf er nicht, nutzt auch nichts. Die Kameraden hören mich nicht, haben mich gewiss schon abgeschrieben. Allmählich nimmt das Schießen ab, nur vereinzelt noch Leuchtgeschosse und Stille kehrt zurück, diese gewisse Stille mit dem angespannten Atem alles noch lebenden Fleisches in den Gräben. Als der Fähnrich meint, jetzt sei die Gelegenheit, von hier fort in die eigene Stellung zurückzuschleichen, als er sich bewegen will, fährt ein stechender Schmerz aus dem Knie. Eines der Geschosse oder ein Splitter muss ihn getroffen haben. Der Schrei will raus, er darf nicht schreien. Den Mund in dem Schrei beißt er in den Stoff seiner Uniform, Dreckschweiß, dann Blut auf der Zunge, erstickt den Schrei. Doch kann der Mann nicht aufstehen und selbst wenn, wohin? Wo sind meine Leute? Wo die Engländer? Er hat während der Minuten in Gefahr seine Orientierung im Gelände verloren. Nichts in dieser finsteren, totengleichen Ebene, das einen Anhaltspunkt gäbe, kein Baum, kein Gebüsch, keine ferne Silhouette eines Dorfes, alles zerschossen, dem Boden und der Finsternis gleichgemacht und müsste die Morgendämmerung abwarten, verloren, verwundet, mit stechend pulsierendem Schmerz im Knie, Morgendämmerung, die ihm dreierlei bescheren könnte, Tod, Gefangenschaft oder Rückkehr zu den eigenen Leuten. Das Letzte, das Beste, doch unwahrscheinlich. Seine Kameraden halten ihn für tot, die Engländer wissen nichts von ihm hier draußen, er, der Untote, zwischen den Fronten in einer Landschaft für Gespenster.
Es ist der Soldat Werner Beske, der unbeeindruckt von den Reden der übrigen, die den Fähnrich schon in die Liste der Gefallenen aufgenommen haben, noch einmal aus dem Graben heraus und übers Niemandsland zwischen den Stellungen gekrochen ist. Vielleicht, weil er nicht wahrhaben will, dass sein Idol, sein Leitbild und Ansporn tot sein könne. Es hieße sich selbst verlieren, verlöre er den anderen. Unbeirrbar, stetig, wie eine in Gang gesetzte Maschine bewegt der Soldat Beske sich durch die Finsternis. Im Krieg der Maschinen ist nur der maschinelle Mensch vorübergehend gültig. So findet der Soldat Beske. Held aus Eigensinn. Schließlich den Fähnrich-Schneider-Reit in der Erdmulde zwischen den deutschen und den englischen Stellungen. Er packt den Verwundeten, ohne Worte lädt er ihn auf seinen Rücken und läuft aufrechten Leibes mit schweren, raumgreifenden Schritten als unförmiger, kentaurischer Schatten zu den eigenen Stellungen zurück und nichts geschieht. Kein Schuss, keine Granate, nicht mal eine Leuchtkugel, nur Stille und das hastige Atmen und Schlurfen zweier Stiefel weithin zu hören. Als sei in der schwarzen kriegerischen Nachtstunde für genau diese Minuten des Laufens einen Soldaten mit einem Verwundeten auf dem Rücken mitten durch Niemandsland, der Waffenstillstand beschlossen und alle verfeindeten Parteien hätten ohne eines Wortes der Absprache oder Verhandlung zu bedürfen, daran sich gehalten. Weil ein einziger Soldat in diesen Minuten nicht nur seine eigene Courage erfunden hat, sondern er hat damit auch all die übrigen tausend hier und da in Gräben geduckten Soldaten angesteckt. Der eine Strich auf der Liste für Abgänge musste ausradiert werden. Auf der ungeschriebenen Liste für Freundschaft indes kam ein neuer Strich hinzu, als hätte er Karl May gelesen.